Wollen wir auf jeden Fall mal fortfahren. Ich werde dann quasi das nächste Krankenhaus in Angriff nehmen, meine Freunde. Aber dann, also ich kenne mich übrigens überhaupt nicht aus mit dem Spiel, das sollte ich euch schon mal so als Vorwarnung entgegenhauen. Also ich habe das erste Krankenhaus abgeschlossen, was mich sehr verwirrt hat. Jetzt gehen wir mal zum zweiten. Lower Bullocks. Aha. Expandiert durch die Gründung eines zweiten Krankenhauses. Was ist dann quasi hier diese 1? Also hier 3 Sterne, 3 Sterne, 3 Sterne. Gar kein, also der Phoenix, der ist Saubengel, ne? Und Alex hat auch 3 Sterne geschafft. Dann schauen wir mal. Also ich werde mich dann wieder mal, ne, versuchen reinzuarbeiten. Willkommen im da-da-da. Dieses reizende kleine Dorf hat ein riesiges Problem. Ach, das sind dann alles Rockstars. So. Dafür gibt es nur ein Heilmittel, die Psychiatrie. Nur Ärzte mit Psychiatrieausbildung werden in der Lage sein, Patienten im Psychiatriezimmer zu diagnostizieren und zu behandeln. Wir haben einen solchen Arzt gefunden, aber du solltest weiterhin nach Bewerbern Ausschau halten, die Qualifikationen in der Psychiatrie und anderen nützlichen Bereichen mitbringen. Ich habe tatsächlich noch nie drauf geachtet, was die denn so mitbringen. So ein Psychiatriezimmer bauen. Oder mal. Ich weiß aber nicht, wie groß es sein muss. Also ich habe noch keins gebaut. Mal hier. Ach, da kommt einfach nur so ein Stuhl rein. Und da, das ist Kacke. So. Oder noch was rein? Nee. Das war's dann. Eigentlich auch ein bisschen kleiner machen können, oder? So. Neue Technologie. Wir wurden bei Voss von kontaktiert. Dieses Unternehmen betreibt verschiedene Forschungskrankenhäuser im ganzen Land. Sie haben uns ein interessantes Angebot gemacht. Ihnen wurde erst kürzlich Ihre psychiatrische Lizenz entzogen. Wegen eines Vorfalls mit M. Es ist wohl. Ich finde diesen Schreibstil ganz lustig, ne? Okay. Wo ist denn jetzt hier mein Arzt? Ist das der hier mit Psychiatrie-Gedöns? Okay, der kann das. Weiter ausbauen. Ja. Also ich habe hier einen. Was ist denn das überhaupt? Das ist hier. Ach, das ist eine Arztpraxis. Okay. Na gut, was haben wir denn noch so? Was ist denn hier? Was ist Diagnostik? Was ist das hier? Psychiatrie? Was mal Allgemeinmediziner? Also so. Psychiatrie, die können alle. Patientenbetreuung. Dann stelle ich den jetzt einfach mal ein. Dann kommst du mal hier rein. Und was ich wahrscheinlich auf jeden Fall noch benötige, wäre höchstwahrscheinlich, ich bin mir nicht ganz sicher, eine Apotheke. Kommt da wieder so ein Mixer rein. Und dann würde ich sagen, das passt erstmal. Es ist natürlich die Frage, ein Krankenpfleger benötigt. Das wollte ich nämlich euch jetzt fragen, weil ich nicht genau wusste, welcher quasi, ne? Apothekenverwaltung, was macht der noch? Patientenbetreuung, was ist das? Stationsverwaltung. Der schaut auch cool aus, ne? Also der wird da auf jeden Fall aufgenommen. So, was schreibt ihr denn? Niemand redet hier von Pflege. So, hast du dir nun schon ein Stück Kuchen gegönnt? Nein, der Kuchen, der kühlt natürlich noch aus. Also ich kann mir den ja nur nicht gönnen, ne? Aber ihr seht, das sind ganz, ganz viele kranke Leute. Die sind quasi Rockstars, ne? Das sind auch schon Bänke. Ich glaube, ich sollte noch ein paar Bänke aufstellen. Ne? Was macht man ja so? So, hier eine Bank und hier eine Bank, dass die auch schön warten können. Dann gibt es natürlich auch hier mal einen Abfalleimer, weil ich möchte nicht, dass hier Müll rumliegt. Ne? Und natürlich auch ein Feuerlöscher. Ich weiß zwar nicht wieso, aber dann machen wir jetzt hier mal einen Feuerlöscher rein. Und hier machen wir mal einen Feuerlöscher rein. Kann ich da irgendwo einen Feuerlöscher hinpflanzen? Ne, der muss irgendwo dran kleben. Und da einen Feuerlöscher hin. Wir haben auch so ein paar Automaten. Was ich aber noch ganz gerne hätte, wäre eine. Brauche ich eigentlich auch eine Station? Ein Pausenzimmer. So, da kommt's hier. Und ja, das ist schon mal so fein. Medikamentenmixer 2 freigeschaltet. Okay, da muss ich jetzt erstmal durchlesen. Dieses Upgrade für unsere Maschinen kaufen, verbessern wir ihre Leistung und können dadurch mehr Patienten diagnostizieren und heilen. Du meinst, die haben alle Schmuddelfinger. Also wenn die Schmuddelfinger haben, aber ich habe immer ganz saubere. Also wenn ich manchmal sehr schmutzige Gedanken habe, aber das ist jetzt ein schlechtes Thema.
So, um Upgrades für die Maschine zu installieren, brauchen wir einen Hausmeister mit Mechanikausbildung. Wähle erst die Maschine und dann die Upgrade-Option aus. Ein ausgebildeter Hausmeister wird die Upgrades durchführen. Lass mir mal ganz kurz noch das Objekt fertig machen. Denn ich möchte da ein bisschen was reinstellen. Ich glaube, ich kann es ja irgendwie, sagen wir mal, besser machen. Wenn ich dann sage, okay, da ist ein Spind drin. Wie drehe ich das jetzt? Vergesst, wie ich das drehe, doch so. Aber vielleicht ist das Zimmer doch ein bisschen klein gemacht. Ah, ich glaube, ich muss ein bisschen größer machen. Kann ich das denn irgendwie größer machen? Wie mache ich das Zimmer größer oder muss ich das verkaufen? Ach da, bearbeiten vielleicht. Ah, okay. Ja, das reicht mir jetzt erstmal. Und dann machen wir jetzt noch ein paar Objekte rein. Was hat man denn da so? Ein Salzdeckautomat. Und ich will noch eine Sofa haben. Okay, zwei Bänke reichen erstmal. Ich bin's. Und die Rockstars werden die ganze Zeit diagnostiziert. Wir müssen jetzt, glaube ich, mal. Also, wenn ich von dir ausgehe. Ich weiß nicht, also mich sollte man nicht immer als Vorbild nehmen, ne? Ich bin ja eigentlich ein ganz, ne, ganz lieber Bub. Hab nicht so schmutzige Gedanken. Außer beide wollen das. Was ist das für einer? Motivation. Okay, wir stellen das mal ein. Dann will ich das. Und dann aufheben. Hausmeister rufen wegen Medikamentenmixer reparieren oder... Okay, upgraden. So. Und der wird jetzt quasi geupgradet. Da kommt der Hausmeister und sagt, ja, okay, ne? Pflanzen soll ja auch noch. Ja, ich bin ja so, ich kann ja auch nicht alles auf einmal. Dann machen wir erstmal Desinfektion. Ne? Machen wir erstmal Desinfektion, dass die Leute auch nicht irgendwie ihr Kackbratzen da irgendwo hinlangen, ne? So. Ob man das eigentlich im Pausenraum nett, aber wir haben es trotzdem an die Wand geklatscht. So, und ich soll jetzt auch noch Pflanzen stellen. Die Uhr habe ich übrigens nicht in meinem Krankenhaus. Die sollen auch lange da bleiben. Wenn sie die Zeit vergessen, ist es quasi gut für mich. What? Ja, da bin ich doch wohl ein sehr böser junger Mann gewesen. Was unsere Ärzte haben bei einem Patienten müde Knochen diagnostiziert, aber für die Behandlung ist ein neues Zimmer erforderlich, Station. Du solltest vielleicht ein solches Zimmer bauen. Okay, dann machen wir das mal. Station? Ja, wohin? Ich glaube, ich mache einfach mal hier hinten weiter. Wir machen es ein bisschen größer. Ich glaube, Station, da kann ich ganz, ganz viele Betten reinklatschen. Ne? Machen wir hier so eine Aufnahme. Dann können die hier sich umziehen. Und dann machen wir jetzt ein paar Betten rein. Ein Bett, zwei Bett, drei Bett. Da noch Betten hin. Also wieso ist jetzt da... Das sind immer zu wenige Betten. Oh, mal hier noch ein bisschen größer. Aber ihr habt mir doch neue Betten machen lassen. Das verstehe ich nicht ganz. Da ist doch grün. Und jetzt zeigt das mal wieder rot an. Aber der war doch grün. Und jetzt... Ah! Ich muss ein bisschen Abstand lassen, oder wie? Sie sollen so schlafen, dass sie effizient sind. Ich möchte, dass die Leute sich wohlfühlen. Das ist ja okay, aber ich möchte auch Geld machen. Oh, ohne Moos nichts los in Moos, ne? Also, hier. Das wird schon stimmen. Und jetzt ist die Tür falsch. Guck mal, Dad. Ey, ihr wollt mir heute auf den Arsch lecken, ne? So, komm, Tür. Wo ist das Typ? Stationstür. So. Das Maschinen-Upgrade wurde installiert. Achte darauf, dass überall genug Feuerlöscher bereit sind, damit unsere wertvollen Maschinen nichts passiert. Ich habe aber schon ein paar Feuerlöscher quasi mal installiert. Das machen wir ganz kurz. Ich will erstmal noch ein paar Betten stellen und ich brauche dann auch einen Mitarbeiter, ne, in der Station. Denke ich mir mal. Ich will jetzt erst noch ein paar Betten stellen. Ein Bett muss ich doch nur irgendwo hinkriegen. Okay, das wird dann schon mal reichen. So, dann einstellen und... Was war mal? Brauche ich da einen Krankenpfleger oder einen Assistenten? Noch Stationsverwaltung. Einstellen.
Und dann machen wir natürlich auch wieder direkt die Objekte hin, die ich brauche. Das heißt, wir machen hier auch mal so einen Getränkeautomaten. Habe ich eh noch keinen gehabt. Wir machen mal einen Snackautomaten. Wir machen mal hier einen Abfalleimer. Dann machen wir auch einen Feuerlöscher. Kann ich da irgendwo einen Feuerlöscher anbringen? Krieg überall hin. Machen wir da einen Feuerlöscher hin. Da gibt es natürlich hier einmal Desinfektion. Und was sollte ich... Ich soll doch... Achso, Feuerlöscher, ne? Habe ich da schon einen drin? Weiß ich gar nicht. Da ist schon einer. Ah, wird schon stimmen. So. Ich habe aber Verlust gemacht. Ich kriege auch ein paar Nachrichten. Errichte ein... Was? Errichte ein neuer Gebäude. So, das hatte ich schon gemacht, ne? Also ich fühle mich jetzt auch recht, ne? Hier... Oh, ich habe schon wieder diesen Mausbug. Wenn ich einmal raustappe, dann nimm dir das irgendwie an. Architekt sollte ich nicht mehr werden. Findest du? Das schaut doch hier alles fesch aus. Ich habe, glaube ich, ich kann doch die Leute sogar irgendwie neue Bewerbungen in 5 Tagen. Und der kann zum Beispiel gar nichts. Vielleicht den da kann man, den kann ich rausschmeißen. Aber jetzt arbeiten wir dann vielleicht mal ein bisschen an anderen Dingen. Ich will jetzt erstmal, dass die Leute hier fett cool ausschauen. Oh, Objekte. Was gibt's denn da Schönes? Hier vor der Station gibt es erstmal noch eine Bank. Ist ja nicht so verkehrt. Wenn die Leute ein bisschen warten. Eine Klimaanlage. Nehmen wir mal die Klimaanlagen überall rein. Da ist ja schon alles grün. Wollte ich dann überhaupt noch Klimaanlagen oder ist das egal? Guckt doch mal, wie viele Leute bei mir in der Station hocken. Der erste haben bei den Patienten Kopfschmerzen diagnostiziert, aber für die Behandlung ist ein neues Zimmer vor dem Kopf frei. Wollen wir mich verarschen? Gibt's echt? Gibt echt ein Zimmer, das heißt topfrei. Also wenn ich da nicht zum Stuhlgang kommt, dann weiß ich auch nicht mehr. Ich will es da haben, das Zimmer. So, das war nur so ein Umriss, oder wie? Bin ich gerade besoffen? Macht der mir das Zimmer nicht? Ah, das ist so viel auf einmal. Ich kenne mich nicht mehr aus. Was war jetzt hier das Zimmer? Ja, machen wir mal abbrechen. Aber ich guck mal ganz schnell an einstellen, den Hausmeister. Mit Geisterausbildung. Will doch jetzt hier Topf reinmachen. Personalarzt. Ob der schon mal ganz nett, dass dran steht. Ist pleite, Lul, ich hab doch noch 100.000. Der Feuerlöscher? Der blockt das, meinst? Ich probier's mal aus. Ich mach mal kurz hier hinten hin. Da geht er. Man muss 4x4 haben, okay. So. Wo mach ich das? Ah, mach mal. Was ist die Frage, wo mach ich es denn dann hin? Machen wir mal hier hin. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Aber das war der falsche. 1, 2, 3, 4. Ah, lala. Und jetzt hier topfrei. Und dann brauche ich noch einen Arzt. Der sich mit topfrei auskennt. Ich hoffe mal, der kann das. Bin mir nämlich nicht ganz sicher. Da machen wir auch wieder direkt die Objekte dahin. Es gibt einen Abfalleimer. Da gibt es auch eine Bank, wo sie drauf hocken können. Da kommt auch direkt. Da kommt einer mit Topf. Wie doof ist das denn bitte?
Da gibt's auch einen Snackautomaten. Ich weiß nicht wieso, aber ich mach da mal einen Snackautomaten rein. Aber das kann man da gar nicht reinsetzen. Aber einen Feuerlöscher kann ich da reinmachen, ne? Ach, der kriegt den Topf dann quasi vom Kopf runter. Wenn wir meine Psychiatrie mal anschauen. Wo ist denn meine Psychiatrie? Das ist Wartezimmer. Was ist denn da die Psychiatrie? Ich weiß, bin mir nicht sicher. Ach, das hier. Nee, war mal das hier. Ich muss gar nicht das Gegenstände quasi blocken können. You know, I've been humming that tune to myself all week, which is uncanny, because I've never heard it before. Or have I? Well, oh, ich kann einen Zeitschriftenstand auch hinpflanzen. Right, hör mal. Brauche ich dafür Personal? Personalassistent. Man muss jetzt extra einen einstellen. Kundenbetreuung. Ja, komm. Du die mal zum Zeitschriftenstand dahin. Guck mal, der gießt die sogar. Und jetzt kann er. Die schaut aber auch nicht so begeistert aus, dass der Typ hier sich die Hucken ausweitet, ne? Bei dir. Meisterkranken aus Hörer trinken, da werde ich mir mal einen Schluck gönnen, meine Freunde, ne? Ich finde es eigentlich ganz lustig, nur dass es. Also ich finde es auch schön, dass man jetzt so langsam an neue Dinge gewöhnt wird. Es ist halt schon viel. Ja. So, was gibt's denn hier Schönes? Neue Krankheit, WC-Warzen. Entleuchtungsklinik bin ich. Patienten bitten zu warten. Okay, jetzt muss ich erst. Ich muss sowieso mal ein Scheißhaus machen, ne? Eine Toilette natürlich für Damen und Herren. So, jetzt muss ich, warte mal, ich mach jetzt mal Go. Und was braucht er jetzt? Wenn ich da jetzt draufklick, ne? Ja, wenn ich jetzt hier draufklick und lass mich mal kurz schauen. Und wenn ich hier drauf, dann steht da Arzt benötigt. So, dann gehe ich auf das. Psychiatrie brauche ich den nicht. Allgemeine Mediziner, Psychiatrie 2. Das ist aber richtig geil, oder? Wenn ich Psychiatrie 2 einhabe, Ausdauertraining, Diagnostik. Und wir nehmen einfach mal den. Oh, da ist schon einer drin. Oh, der hat wohl nichts zu tun gehabt. Das ist so alles. Ist ja nice. Da noch einer drin? Doch, da ist auch einer drin. Der hat ja ins Fehler eingestellt. Nee, der da ist da reingerutscht, oder? Ach, der, oder macht der gerade Pause? Ach, das ist. Nee. Der jetzt Pause macht? Was heißt dieses Symbol da? Ah, ich stell jetzt einfach noch einen Arzt ein. Bin ja nicht so. Guck mal, ich stell jetzt den ein. Platz den da hin und dann soll er was machen. Ja, schön, dass ich Desinfektion habe. Damit die WC-Warzen hier nicht überhand nehmen. Ne? Also ich habe auch schon gehört, das ist ein großes Problem. In anderen Ländern. Ne? Also hier. Nicht in Bayern. Dann machen wir mal wieder einen Feuerlöscher. Oder machen wir auch wieder irgendwo einen Abfalleimer hin. Weil ich will ja nicht, dass die hier sich Abfalleimern. Oder machen wir auch wieder hier eine Klimaanlage rein. Gesundheitsinspektor, Handy, blablabla. Oh, warte, wir brauchen Kackhaus. Ah! Wo ist hier die Toilette? Da, wie groß muss die Toilette sein? Ach, es wird dann blau, wenn es die Max-Größe hat oder die benötigte Größe hat, ne? Okay. Jetzt brauche ich aber noch ein paar Objekte dafür. Kann ich da... Waschbecken natürlich. Das hier. Ein Waschbecken hingemacht. Und natürlich auch einen Desinfektionsspender. Weil ich bin natürlich ein ordentlicher Mensch, ne? So. Patient sucht eine Toilette. Doch leider kann sie keine finden. Ich wusste nicht, dass man das blockieren kann, um ehrlich zu sein. Der Desinfektionsspender neben der Psychiatrie ist von der Pflanze. Woher wisst ihr denn das? Passt ihr da so auf? Wo
Gut, die Hausmeister, da habe ich jetzt auch einen einstellen müssen. Ich kann die aber auch feuern, wenn ich möchte, ne? Was gibt's denn noch so? Was macht denn der? Was macht der? Ausdauertraining. Ist ja noch so schöne Zimmer, die ich noch nicht habe. Habe ich jetzt eine Entleuchtungsklinik? Ja, ne? Okay, die habe ich. Ich habe Toiletten gebaut, ich habe eine Psychiatrie gebaut. Ich mache nur eine zweite Apotheke. Ich glaube, das lohnt sich irgendwie immer. Die muss auch nicht so groß sein, ne? Muss da noch mit rein? Ist da nur das rein oder habe ich... Ja, dann bin ich ja fertig. Zack. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe den Feuerlöscher gebördert, ne? Was weiß ich gar nicht, was brauche ich? Brauche ich einen Arztbau dafür nicht, ne? Da kann ich ja nachschauen. Krankenpfleger. Ach, Medikamentenmixer ist Mama geil. Dann egal, was für einen ich nehme. Ja, der schaut auch so, der ist charmant. Dann wirst du da eingestellt. Dann machen wir wieder so eine Bank davor. Und dann sagt der Benno, ich kann kein Architekt werden. Und Mama hat immer gesagt, ich kann werden, was ich möchte. Das finde ich eigentlich ziemlich doof von Benno. Gibt es eigentlich noch so? Zeitschriften statt, oh, ich kann Süßigkeitenspender machen. Fress die Süßigkeiten und dann geht's zum Zahnarzt. Habe ich auch einen Zahnarzt da? Kommt bestimmt später noch. Die Apotheke der Spender. Ach, ich hasse diese Maus für. Ach, da. Ach, deswegen ist der so rot. Oh gut, das haben wir jetzt erledigt. Ah, okay, ich hab's verstanden. Aber ich finde, das sollte man dann vielleicht gar nicht erst machen können. Was habe ich denn jetzt überhaupt? Warte mal, was ist denn da hier drin? So, erreicht Krankheitsstufe 6. Ich bin Stufe 5, besitze 2 Gebäude, 1 von 2. Aber wie kann ich denn neues Gebäude machen? Kann ich das kaufen? Ach, das wird... Ah, jetzt haben wir es. Ah, und das hoffe ich ist dann irgendwie verbunden. Und da kann ich mir, kann ich mich erweitern. Hi, Benno. Meckert nicht rum. Also ihr müsst doch daran denken, ich bin noch nicht dran gewohnt, ein Krankenhaus zu leiten. Also eigentlich schon, weil ich bin ja das Naturtalent vom Naturhausen, ne? Also ich krieg da in der Mitte noch was rein? Noch 5 Tage. What a smashing day for a bit of gardening. I mean, who doesn't like gardening? Digging up a bit of soil, sticking your hands in a bit of manure. Oh, I can almost smell it now. No, wait. This sewage pipe da auch einer reingeht. Der upgradet immer noch der Hausmeister. Anyway, keep those fingers. Ah, okay, jetzt ist es verbunden. So, ich habe 2 Gebäude und ich bin gleich Krankenhausstufe 6. Die Psychiatrie, die läuft. Wir haben womöglich zu viele Hausmeister. Nee, nee, das. Ich habe doch immer wieder neue hier Zimmer. Da muss doch mehr. Da ist gar keiner drin, ne? Das liegt auch daran, dass der quasi gerade Pause macht. Wo mit Snackautomaten und Pflanze drin. Jetzt hier ein Poster ran. Da, Poster. So. Ich habe auch nur noch 50. Oh, was sind das für ganze Briefe? Promi-Patient, ein Mitglied von. Was? Tanzgruppe fühlt sich nicht wohl. Herausforderung: Stell bei den Patienten eine Diagnose und heile ihn. Behandlungsraum, Apotheke, 2 im Krankenhaus. Zeitbegrenzung: 80, 180 Teil Belohnung. Ja, natürlich machen wir das. Befund der Begutachter. Okay, da hat uns nach der kürzlichen. Okay, das haben wir auch. Beförderung. Arzt. Was der Ace? Achso, Ace Rang. Ich dachte, der heißt so. Die Beförderung von Arzt zu Facharzt gewährt.
Ja, pff, wieso nicht? Dann kriegt er auch ein bisschen mehr Geld. Kann er alles hier befördern. Fühlt euch befördert. Und wer ist jetzt der Niedrige von denen? Doch immer einer Neues, ne? Vielleicht der hier. So, das ist mein Hausmeister. Mitarbeiterwunsch. Erreiche die Stufe 4 im Pausenzimmer. Okay, was für eine Stufe ist es denn? Stufe 2. Okay, meine Freunde, ich glaube, ich brauche ein neues Pausenzimmer. Das ist auch einfach zu klein für die Gegend, ne? Aber das kann man einfach so machen. Ich glaube, ich kann es auch vergrößern, oder? Wenn ich da auf Bearbeiten gehe. So. Das machen wir dann dahin. Das machen wir dann dahin. Und dann sagt man einfach mal okay. Was ist jetzt für eine Stufe? Immer noch 2. Was ist denn das hier? Was ist denn das hier? Oh, das ist die Temperatur wahrscheinlich. Muss ich da mal hier eine Klimaanlage reinpflanzen, nehme ich mal an. Wenn's denn nicht langsam kann, sogar im Scheißhaus gibt's da eine Klimaanlage. Tired of thinking for yourself. So, was sagst du denn jetzt? Ich hab sogar nur hochgeschraubt, die Klimaanlage hier. Das neue Gebäude wird das angepasst, wenn es eine voll ist. Ich bin quasi Schwabe. Da verreckt wieder einer. Nee, der tut nur so. Außerdem habe ich einen Geisterjäger, das passt dann schon. Ich habe aber keine Ahnung, wie mache ich denn das höher? Das ist ohne Scheiß, was kann ich denn da tun? Ich habe da jetzt Bänke, eine Pflanze drin, einen Snackautomat, eine Klimaanlage. Gesundheit. Patientenzufriedenheit. Personalzufriedenheit. Hilf mir mal jemand auf die Sprünge, ich weiß wirklich nicht. Ja, ich will, die Hausmeister sind mir ins Herz gewachsen. Vielleicht machen wir mal Süßigkeitenständer rein, vielleicht geht's dann besser. Immer noch Stufe 2. Habe ich denn wenigstens diesen anderen komischen Patienten geheilt? Was hat's geleckt? Auszeichnung, jährliche Bewertung, Ansehen. Ach, das kackt, das will ich mal nicht. So, was gibt's hier? Sondermeldung, sehr gut, wir haben den Promi-Patienten geheilt. Das Krankenhaus hat großzügige Spende erhalten, ausgezeichnet. Na, wieso kriegt das nicht höher? Ich hab doch hier alles cool gemacht. Guck mal, da ist eine Klimaanlage drin, da ist ein Spind drin, da ist eine Pflanze drin, die kriegen Süßigkeiten und die dürfen sich sogar hinsetzen. Normal lasse ich die Leute immer stehen. Für Zimmerstufe einfach mehr Objekte ins Zimmer packen, beziehungsweise Zimmer größer machen. Verschiedene Objekte geben verschiedene viel Punkte für die Zimmer. Okay. Vielen Dank. Aber warte mal, ich probiere es einfach mal so aus. Ich habe doch so komische Poster, ne? So. Ich habe sogar eine Uhr. Also wenn ich jetzt hier... Es ist egal, wie viele ich davon... Also... Warte. Geschätzter Krankenhaus, habe ich Stern bekommen? Glückwunsch, im Krankenhaus wurde von einem Stern bewertet, okay. Ja gut, das interessiert mich jetzt weniger. Still can't eat gravy though.
Ich würde so lachen, wenn das einfach funktioniert. Ah, knapp davor. Machen wir mal hier noch ein Poster rein oder so. Ah, da habe ich keinen Platz mehr. Dann machen wir doch noch ein paar Uhren. Keine Sorge, ich finde nur irgendwo einen Platz. Okay. Noch eine Pflanze oder so. Ah! Erreicht! Jetzt können sie wieder... Du kannst öfters das gleiche Objekt benutzen. Das ist doch nice. Also das hat jetzt mal funktioniert. So, was habe ich denn hier noch drin stehen? Sehr gut, wir haben den Wunsch von Heim erfolgreich erfüllt. Herausforderung, erreiche die Stufe 4 mit dem Zimmer Pausenzimmer. Zeitbegrenzung 180 Tage, Belohnung 25% Zufriedenheit 10k. So. Oh, ich kann Kardiologe werden. Personal, oh, das muss ich ja noch gar nicht. Fangen wir mal hier an. Ist die Frage... Ist das eine ohne Witz eine Frage, brauche ich denn in diesem neuen Haus auch einen Empfang und so? Also wo die Leute dann... Stationsverwaltung. Neue Bewerbung in 20 Tage. Nicht sogar einen, der das kann. Da war der Benno schummeln. Der Benno, ne? Das muss ich dann leider unterbinden. Ne? Ich muss auch nur irgendwie hier vorstechen. Okay, ich baue nie extra einen Empfang. Was kann der alles denn? Kundenbetreuung. Hausmeister, Ärzte. Ach, das war ein Befehl an Hansi, ne? Pass mal auf, mein Bub, ne? Also hier mal, ne? Du fauler Fischverkäufer, du. Das sind jetzt drei Gebäude, muss ich jetzt erreichen. Die Krankenhausstufe 8. Installiere Upgrades an zwei Maschinen. Woher weiß ich denn, welche Upgrades verfügbar sind? Also kann ich das Scheißhaus so upgraden? Mach mal. Okay, das kann ich noch nicht upgraden. Was könnte man denn noch? Oh, das habe ich schon. Wahrscheinlich dann an das Ding dann später, oder? Da habe ich ja schon. Da geht's momentan noch nicht. Das kann ich natürlich nicht in Kauf nehmen. Was? Entenschnute? Ach, das ist hier, ne? Vor zur Psychiatrie. Ich baue, glaube ich, noch eine Psychiatrie. Aber wieso nicht? Ich mag die Leute, die spinnen. Die sind immer lustig und cool drauf. Brauche ich nur einen Psychiater, ne? Ah, cool, da ist einer. Zack, werd mal zum Psychiater, du Dödel. Muss man da auch ab und zu schauen, dass man die mal rausschmeißt. Also die schlechten. Die ja gar nichts können. Der Kronbasche kann ja noch Geister jagen gehen. Handblume, ha? Anything deposited in a bin is now hospital property. No rummaging.
Motivation. Aber ich tue mal wieder so ein paar Objekte hinstellen. Also der Psychiater wartet auch schon, dass da mal was kommt. Was? Oh, der Felix hat ein cooles Krankenhaus als ich. Hätte er beschiss. Immer der Psychiatrie ist ganz schön groß, die spinnen aber auch, die Römer. Kann eh ja nichts für, ne? Wenn die hier so Kacke machen. Dreckiges Mundwerk, okay. Unsere Ärzte haben eine neue Krankheit entdeckt. Dreckiges Mundwerk. Macht der Patient den Mund auf, kommen furchtbare Sachen heraus. Ich möchte nichts hören, Susan, ne? Bitte dein. Passiert, wenn man hört, wer verbal ins Klo greift. Und der kriegt auch noch ein bisschen mehr Gehalt. Also ein fescher Puppis. Okay, erst eine neue Bewerbung in 18 Tagen. Fire-Test. Please pretend there's a fire. Habe ich genau vergessen, was wollte ich jetzt eigentlich machen? Achso, ich wollte diese komische hier Kardiologie. Was brauche ich da? Ein Krankenpfleger, ne? Ich weiß nicht, ob der was Spezielles können muss. Ey, immer noch zu viele Hausmeister? Schau, ob da einer reingeht. Ich weiß gar nicht, ob die sowas schon haben oder nicht. Aber ich finde, das Krankenhaus schaut sehr schön aus. Ich weiß, ihr mögt es nicht so, aber ich finde, das ist sehr gut aufgeteilt. Es gibt genügend Abfalleimer und Klimaanlage mitten im Raum. Schon gewusst, naja. Mangelnde Hygiene. Das darf ja natürlich nicht sein. Machen wir jetzt sofort hier so eine Uhr da rein. Das ist mein drittes Gebäude. Warum ist das das hier? Kann ich das kaufen? Nee, das noch nicht. Das kann ich kaufen. 75k. Ah, machen wir später. Das war gleich gekauft. Das ist hier in dem Brief drin. Normalerweise mache ich keine Vorschläge, aber neulich hatte ich diese geniale Idee und muss dauernd darüber nachdenken, was, wenn wir die Leute heilen würden, wäre das nicht cool. Herausforderung 20 Patienten, Zeit, ja komm, gönn dir, also 20 Patienten, also wenn das ist, ich in meinem Krankenhaus nicht schaffe, dann möchte ich auch nicht, ne? Ja, dann sie hat sich angesteckt. Ja, so schaut's aus, ne? Dann müssen ich und Benno und Techies Wonderworld spielen, ne? Auf dem Schlachtfeld der Ehre. Soll ich vielleicht nochmal so ein allgemeines Zimmer bauen? Also nochmal so eine Arztpraxis. Da habe ich ja nur eine, ne? Machen wir da nochmal eine ein. Zack, geh da hin. Und nicht, dass der eine Arzt, der da immer überfordert wird. Das will ich natürlich auch nicht. Weiß ja nicht. Kenn mich da nicht so aus. Also eine Klimaanlage, dass du auch Ruhe gibst, du blöde Kuh. Stimmt, ich habe ihn letztens bei Alex auf dem Stream auch schon herausgefordert, weil der Benno meinte, ich klaue mir immer alle Kills. Und deswegen bin ich so farmend auf dem Grimstroke. Ich habe gesagt, es liegt am 90 GPM Talent und dass ich immer mit den Q die Lane spelle und nehme dann immer den Range Creep mit. Und lasse die anderen dann die Cores, ne? Dann auch den Farm, aber ich nehme ja immer ein Lasted. So, ich brauche irgendwo Upgrades installieren. Das Krankenhaus arbeitet nicht kostendeckend. Wir sollten entweder unsere Ausgaben senken oder mehr Geld reinholen. Ich bin natürlich kacke. Thank you.
Was heißt das jetzt? Ich habe keine Ahnung, was er damit sagen möchte, um ehrlich zu sein. Also ich soll das Krankenhaus attraktiver wirken lassen, aber weiß ich doch nicht wie. Warte mal, da gibt's doch bestimmt so coole Objekte, die ich da reinstellen kann. Ich habe doch schon einen Zeitschriftenstand. Machen wir noch einen Broschürenstand dahin. Da, gönnt euch die Broschüren. Da, gönnt euch ein Poster, wo der Glühbirne drauf ist. Da, fresst es. Order more than 10 Roach Burgers. Kleine Klimaanlage. Energy Drink Automat ist doch ungesund. Geschenkeladen dafür 1,2 Millionen. This is Two Point Radio. Okay, wir nehmen das jetzt mal. So. Ich möchte damit sagen, dass ich kein Schwabe. Ach, das habe ich schon verstanden. Ich habe auch nur 4 von 20 Patienten geheilt. Hä? Ich habe doch überall die Scheiße am Dampfen. Ich habe lauter Ärzte, die sich die Scheiße anhören. Ich habe lauter hier. Oh, da guck mal, da kommt sogar einer zum Cardio-Training. Ich habe Psychiater eingestellt. Guck mal, meine Ärzte, die können sich da ausruhen, so viel wie sie wollen. Was ist denn das für einer? Hat er sich gerade die Blumen angeschnüffelt, oder wie? Ich weiß auch nicht, wie das passiert ist. Bei 5 vor 20. Will er auch noch irgendeine Maschine upgraden? Ich weiß noch nicht, was? Hm? Will ich das upgraden? Nee, das kann nur reparieren. Wahrscheinlich brauche ich dann auch noch irgendein Update. Also jetzt habe ich übrigens wieder Profit gemacht. Meine Firma sind mit Rock and Rollitis. Behandlungsraum Psychiatrie. Ja, komm, ich hab doch 2 Stück. Und der kriegt auch noch seine Beförderung. Was ist hier? Die sind hier. Achso, die Patienten, die jetzt kommen. Ich glaub, ich will aber ein blöde Wortwahl haben. Ja, da freue ich mich schon drauf, Beto. Das ist quasi mein Ziel, ne? Ich war nämlich unartig und ich muss gezüchtigt werden. Also machen wir dann offstream. Doctor to Psychiatry, please. Wenn ich da drauf gehe. Organisationsherausforderung. Tritt bei einer Reihe von seitlich befristeten Herausforderungen gegen. Mitarbeiterwunsch, den werde ich schon mal nett irgendwie schaffen. Da habe ich dann irgendwie ausgesorgt. Ich frage mich nur, was für eine Maschine ich noch upgraden könnte. Ich muss doch 1 von 2 habe ich jetzt verbessert. Die Apotheke habe ich ja schon verbessert. Wenn ich das muss, kann ich gleich den Automaten verbessern. Dann ist aber auch. Das sagt er mir, ich habe zu viele Hausmeister. Ich habe doch gar nicht so viele. Dann sollen sie doch mal. Okay, ich lasse jetzt was reparieren. Lass jetzt irgendwas reparieren, nur dass der Typ nicht mehr sagen kann, da, reparier. Dann habe ich nicht so viele Hausmeister. Bin mad. Ein neues Zimmer vielleicht? Nee, ne? Ich habe doch eine Entleuchtungsklinik, oder? Ah, der ist schon Stufe 2. Ich hätte gedacht, wenn dann das vielleicht. Den kann ich nur nicht upgraden. Your favorite radio personality, Sir Nigel Bickleworth, is back. As much as I would like to quit this infernal booth forever, I just cannot deprive you of my wit. I take the responsibility of being your only source of intellectual stimulation very seriously indeed. More instantly forgettable melodies coming up next. Maintenance announcement. Bins will be coming. Ich hab schon mal, also das eine habe ich nicht geschafft. Da kommt da gleich eine neue, die ich irgendwie mal schaffen kann. Wenn ich hier drauf klicke. Gesundheit. Was ist das? Temperatur. Hygiene. Boah, haben wir hier einen Schmutzfinger unter uns? Es könnte sein, dass wir einen Schmutzfinger unter uns haben.
Ja, schaut auch nicht so hygienisch aus. Aber wasch mal deine Hände, hier habe ich doch was hingemacht. So, leider haben wir den Wunsch von nicht erfüllen können, Herausforderung 20 Patienten, Zeitbegrenzung, Belohnung keine. Ja, was kann ich dafür? Das war ja unmöglich. Mit der Cheat. Irgendwas klingeln gehört, ich weiß noch nicht mehr was. Wir haben jetzt 148k, ich habe neuen Brief bekommen. Klasse, wir konnten die kompletten Patientengruppe heilen. Heile 4 Patienten, du hast 4 von 4 Patienten geheilt, 20k, Zeitbegrenzung, bla bla bla. Psychiatrie, heile 4 Patienten, okay. Geil, Geld. Ich mag Geld. Weil, mir ist gerade noch was aufgefallen. Ich glaube, das Semesterferien. Hey Gott, Fleckerl. Das Semesterferien hat mich eine gute Idee gebracht. Das war doch mal, wenn ich jetzt so eine Erleuchtung ging, mal. Ich sag, da könnt ihr rein. Und da kommt die Erleuchtung hin. Ich mach das einfach mal auf Ja. Da macht das, glaube ich, irgend so einen Mülleimer. Ach, den kann ich auch noch upgraden, ne? Soll ich heilen, Melo? Was hast du denn? Also Feed kann ich immer ganz gut heilen. Ich schmeiß die einfach aus der Gruppe raus. Das ist mein Hausmeister? Der haut einfach mit seinem fett Kacke. Ich kann doch nicht mein Zeug so kaputt machen. So, besitze 2 von 3 Gelände und dann muss ich die Krankenhausstufe noch ein bisschen erhöhen. Dann, wo ist denn das nächste Gelände? Das habe ich vorhin schon mal gesucht, ne? Das müsste irgendwo hier sein. Ja. Alex weggemördert hier. Also nicht gemördert, aber zumindest wegbamst. 2% mehr Heilungsrate als er. Wie lange dauert es, bis das fertig ist? Aber hier mal da machen. Also 3 Krankenhäuser also voll zu machen mit sag ich mal, Zimmern ist echt krass. Jetzt aber auch ein bisschen. Ja, wir machen noch so eine Station. Was braucht die Station? Den Krankenpfleger. Echt, kann ich da 2 Betten reinpacken? Nebeneinander? I'm delighted to say I will be giving a lecture at our local university on the topic of 2 Sterne Krankenhaus! Geil! Und ich kann jetzt einen Umtöpfer 2 upgraden. Jetzt machen wir ganz kurz das noch fertig. Was habe ich gemeint, Krankenpfleger, ne, für die Station? Machen wir auch schnell noch ein paar Objekte und dann machen wir den Upgrade auf dem anderen. Ich brauche da gar keinen Feuerlöscher. Ich glaube, brauche ich nur einen Feuerlöscher? Da, wo quasi Maschinen drinstehen. Oh, da haben wir noch eine. Geht da hinten rein? Oh, jetzt ist das Bett blockiert. Vielleicht. Das ist ja stimmt. So, jetzt warte mal, was ist das hier? Beförderung? Ja, klar wird er befördert. Es wäre ein Traum, einen weitläufigen Arbeitsplatz für luxuriöse Ausstattung zu haben. Etwa nicht hochwertig, was meinst du? Okay, Psychiatrie soll ich upgraden. Dann machen wir die hier, weil da habe ich ein bisschen mehr Platz. Und wir machen natürlich nur noch den Umtöpfer 2. 10k, da ist er hier teuer, ne? Und nur wenn sie brennen, ich packe einfach immer ein bisschen was rein, ne?
Okay, ich soll jetzt dieses Zimmer quasi aufwerten. Objekte. Ihr wisst ja, wie ich das gerne mache. Da gibt es so gewisse Dinge, die ich da gerne reinstecke. Die heißen Uhren. Und damit auch die Stufe zu, oder nicht? Mit 2, das werde ich gleich mal ausprobieren. Ja, das geht ja recht. If you smell something suspicious, please fill out form 37B. Oh nein, ich wollte nicht draußen eine Uhr hinmachen. Das ist doch fette Geldverschwendung. Geil, easy going. Ja, so funktioniert es hier. Man sagt, ich habe zu viele Hausmeister, aber ich habe schon Ewigkeiten keinen mehr eingestellt. Ich mache immer Ja, ich weiß gar nicht, ob das gut ist, das immer Ja zu machen. Weil, also an sich habe ich ja hier auch schon wieder fast den ganzen Platz verbraucht. Wenn mein Krankenhaus fertig, ja. Also der neue Platz wäre dann ready. Kann ich denn neue Zimmer machen? Nee, immer noch Töpferei, Toiletten. Auch nochmal ein Scheißhaus irgendwo hin. Ich glaube, wenn ich das so sagen soll, kriege ich wieder Anschiss von Susu. Machen wir mal ein richtig großes Scheißhaus hin, ne? Dass sie da auch lohnt, mal ein Ei legen zu gehen. Wenn ich schon versaut habe, kann ich auch gleich weitermachen, ne? Aber was ist denn, wenn die ja nicht kein Klo haben? Dann werden die wahrscheinlich unzufrieden, ne? Kriegen jetzt auch ein Klo, eine Klimaanlage? Oh, scheiß drauf. In today's guide to good manners, I would like to turn my attention to the selection and drinking of wine. Ich habe so viele Mitarbeiter, ich kann doch nicht alle befördern. If you are the type that is content to swill the house red, whatever that may be, you have no place in a fine establishment. More than anything, however, you must remember that one never spits out wine in a restaurant. You would be surprised how many do. Und die denn eigentlich? Kundenbetreuung. Macht der? Ausdauertraining. Kundenbetreuung. Das ist eingestellt. Ich weiß nicht wieso, aber ich stelle den einfach mal ein. Ist der mir da gerade? Nee, ach, das ist der Mitarbeiter. Der baut nicht Speier. Was ist denn diese 8 da? Ist die Warteschlange zu groß oder wieso steht da 8? Es sind nur 7. Da hockt da auch keiner auf der Bank. Außerdem habe ich doch hier ein zweites Zimmer eröffnet. Wo die jederzeit reingehen können. Genau, Benno, immer dranbleiben. Okay, die Warteschlange ist hoch. Aber, oh, tatsächlich, ja, anscheinend. Da werde ich wohl noch ein Arztzimmer dann mal hier vorbereiten. Warte mal, nee. Allgemeinmedizin, Allgemeinmedizin 2, Psychiatrie, dann nehmen wir den. Wieso ist es, weil das ein Krankenhaus so viel mehr wäre als meins? Nee, du Bub. Ah, warte mal. Ach, da geht jetzt ein anderer rein. Ach, die organisieren sich vielleicht so ein bisschen selber, ne? Noch ein paar Objekte. Krieg ich da auch wieder eine Bank. Und du mal auch mal irgendwo hier einen Getränkeautomat hinstellen. Die sollen dann nicht verduschen, ne? Und Abfalleimer, krieg ich den dazwischen noch reingequetscht. Nein, aber war denn da? Und ich brauche dann auch noch hier Desinfektion. Und natürlich auch wieder hier eine Klimaanlage, ne? Dass der nicht warm wird.
Keine Ahnung, was ich da machen muss. Wenn der sagt, okay, das, der Krankenhaus ist langweilig. Sieh doch nicht. Hier noch, gibt's hier einen Zirkus, den ich aufstellen kann? Süßigkeitenausständer hier, da frisst das der Karies von Kinders. Weißbier aus dem Automaten? Dosenbier geht nur am Festival. On Two Point Radio. The Orb Foundation's healthcare division is nothing but a load of hocus-pocus hogwash, if you ask me. It doesn't take a brain surgeon to see the only thing they're good at is brainwashing. Gibt's also Spielautomaten, das dürfen die Leute zocken. Ich hab mich entschieden, meine Freunde, die Leute dürfen zocken, die sollen zocken. Zockt, bis euch die Knete ausgeht oder euch der... Was ist denn das hier? Achso, das mach ich mal weg. Oder euch der Ding abfällt, dass ich jetzt nicht sagen darf, weil eine gewisse Person da ist. In den Klimaanlagen frieren die Leute? Ist echt? Dachte ich, ich tue denen was Gutes. Das bleibt jetzt trotzdem, das ist mir egal. Ich hab's ja aufgestellt, jetzt laufen sie schon. Mega Spielautomat. Die Station ist auch gut besucht hier, ne? Da hätten wir noch so eine Station. Und wenn jetzt quasi auch hier ein Stau entstehen würde, dann würde das dann auch drüber stehen. Ja, genau. Nein, da kein Kasper drin. Der geht jetzt gerade wieder rein. Bei 7% mit helles Köpfchen, Behandlungsraum, Entleuchtungsklinik 2 im Krankenhaus, Zeitbegrenzung 90 Tage. Also wenn ich schon 2 Stück habe, dann sollte das auch funktionieren da. Ja, da kommen sie. Also der Krankenwagen ist auch schon ein bisschen älter. Ist es aber an sich gar nicht so schlimm. War gestern schon so. Ja, wo sehe ich denn, dass die Leute frieren? Ist mal ohne Scheiß, wo sehe ich denn das? Ich dachte, ich stelle denen was und tue denen was Gutes. Was? Scheiden? Ist die Scheidung? Das kannst du vergessen. Installiere ein Upgrade. Gut, das können wir schon machen. So, jetzt eins von... Was ist das hier? Das ist eine Entleuchtungsklinik. Ja, machen wir hier mal die Topferei da nochmal hin. War auch eine Entleuchtungsklinik, ne? Ärzte einzustellen? Ja, dann machen wir doch. Aber das ist auch ein richtig teurer Bub, ne? Ach, scheiß drauf. Irgendwo hin und mach was für dein Leben. Irgendeine komische Achievement freigeschalten. Was muss da rein? Ein Arzt für die Töpferei. Machen wir dann also erstmal ein Upgrade. Dann machen wir noch ein paar Objekte da rein, wie eine Bank hier. Und natürlich hier so ein Feuerlöscher. Und diesmal mache ich keine Klimaanlage rein, weil die Leuten ja zu kalt ist wegen mir. Wollt ihr ja nur was Gutes tun, ne? Also, Frechheit. Blöden Arschlöcher. Und dann machen wir Spielautomaten, machen wir auch noch nein. Das geht nicht. Spielautomat erstmal hinmachen. Ich sollte mir noch einen Arzt einstellen.
Ah, nehmen wir den. Das schaut ganz lustig aus. Wie wir es scheinen lassen, bekomme ich den Garten. Ich will gar nicht drüber nachdenken. Cirque du Parfait is no longer under investigation. So come experience the magic, wonder and terror of our glass-boned acrobats. So, installiere Upgrades, das wird gerade getan. And face-eating clowns. It's a parfait day at the circus for everyone. More 2-Point, more often. This is 2-Point Radio. Ah, okay. Das muss ich auch noch machen. Dann bin ich bei 3 Sternen und dann haben wir ja das Level dann durch, gell? Dann mach ich ja noch ein paar Pflanzen. Immer so, so willst du die Pflanze haben oder willst du mal Kaktus? Wieso ich. Ah, eine Sonnenblume hat, die ist zu teuer. Ich könnte eine Yucca-Palme kaufen. Das hast du mir gestern. Nee, du nicht, aber es hat mir gestern schon jemand erklärt. Dann werden wir wohl doch eine normale Pflanze nehmen. Oh, da ist ein Geist! Warte, 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 hui, pui! Komm, Hausmeister! Ich will einen mit Geist. Oh, ich hab keinen. Ich hab irgendwo einen. Oh, ja, mal weg mit dir. Was ist der hier? Ausdauertraining. Weg mit dir. Was ist der? Mechanik. Mechanik 2, was kann der? Motivation. Bob klar gefangen. Ah, doof, wenn die verrecken. Das ist Kacke. Ah, es leckt's gerade. Das sind immer Geister. Im Scheiße, es gibt dann auch nur sowas. Ich hab doch keinen, ich hab doch schon, ich hab nur noch einen Hausmeister, der so eine Hui-Bui-Ausbildung hat. Wie sind so viel gestorben? Ich hab dir doch nichts Böses gewollt. Nur eine Arztpraxis bauen, die können wir irgendwo hinten pflanzen. Please leave toilets as you would hope to find them, not as you would expect to find them. So geht es nicht. Ach, da ist irgendwas im Weg. Ach, da ist der Eingang. Ah, okay, 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 okay. Sapalote Sigmüller. Komm mal her, was ist denn hier? Diagnostik oder so brauchen wir doch da. Behandlung? Also wir dem. Ich nehme immer die teuren. Qualität zahlt sich aus. Ich muss pflanzen. Ah, ich habe ganz vergessen, dass ich das schon gekauft habe. Also ist es natürlich nicht so doof. And now for muss ich jetzt zugeben. Sir Nigel Reviews, in which Sir Nigel reviews the new fitness center in Lower Bullocks, the Steel Buns Gym. I spent a very pleasant afternoon in the sauna, but did not care for the smells as one walks down the corridor. Das sieht sich aus. In short, I would stick with dir. The perspiration spa in Grockle Bay. Ich bin halt ein alter Schlawiner, ne, Jungs? Da ist die Pflanze. Umtöpfer 3 hätte ich jetzt freigeschalten. Aber ich habe doch jetzt meine 3 Sterne, ne? Oder? Wollen wir erstmal hier gucken. Ja, befördern, Sondermeldung. Sehr gut. Wir haben ausreichend viele Patienten der Gruppe geheilt. Bababa, okay. Du wirst auch befördert, weil ich habe eh nichts. Was ist mit der Karte? Now taking applications for a new PA announcement.
mal ganz kurz, was für ein Link gepostet wurde. Wenn wir quasi mit dem Link helfen. Was ist denn meine... Warte mal, bin ich gerade nicht tiefgesoffen? Wo sehe ich denn jetzt quasi, hier, ne? Fortfahren. A warm greeting to you all this fine morning, especially those of you in Fluttering, where renovations have been completed on also the bridge dann zum nächsten Level springen, sagt ihr. Town's ancient castle. Officials say people crossing over will no longer need to wear parachutes and life jackets. Ah, it just won't be the same.